Also in diesem Jahr steht der Kirchentag natürlich unter einem besonderen Zeichen, nämlich 500 Jahre Reformationsjubiläum. Aber natürlich ist beispielsweise auch der Anschlag in Manchester Teil dieses Kirchentags, weil auch dem Eröffnungsgottesdienst der Opfer gedacht wird und damit auch die gesamte Problematik, die Herausforderung, die durch den Terrorismus in unserer Welt leider Gottes vorhanden ist, auch diesen Kirchentag ein Stück bestimmen wird. Insgesamt finden 100.000 Gläubige sozusagen einen großen Resonanzboden im Zusammenhang mit diesem Kirchentag, um sich mit den Themen des Glaubens auch zu beschäftigen. Aber ich will auch deutlich machen, dass natürlich in dem Zusammenhang die Leistung Luthers auch eine Rolle spielen. Wenn ich beispielsweise an seine Aussagen denke zur Freiheit eines Christenmenschen, die noch bis so in unsere heutige Zeit ihre wirkliche relevante Bedeutung hat, auch Niederschlag gefunden hat im Grundgesetz. Oder wenn ich beispielsweise daran denke, dass auch für die Gründer damals der Vereinigten Staaten von Amerika, dass die Reformation mit einer Grundlage war, mit Wurzeln war, auch für ihre Verfassungsüberlegungen. Das ist auch der Grund, weshalb der frühere amerikanische Präsident Barack Obama am Kirchentag teilnimmt. Dann zeigt das, welche hohe Bedeutung dieser Kirchentag in diesem Jahr hat.